So, können wir hier einfach runter? Ja. War ich mir nicht mehr sicher, ob das geht, aber alles möglich. Hier ist Cora, siehst du mal. Wir haben es geschafft, Ryder. Sie haben den Flugschreiber der Asari repariert? Ja, ein paar alte Zugangscodes, ein wenig Datenwiederherstellung durch Sam und schon konnten wir den letzten Kurs der Arche ermitteln. Die NAV-Punkte sind im System. Wir können uns auf den Weg machen, sobald sie soweit sind. Oh, das klingt gut. Der Flugschreiber war ziemlich stark beschädigt. Sind diese NAV-Punkte verlässlich? Was haben wir denn schon zu verlieren? Selbst im schlimmsten Fall kommen wir der Arche zumindest ein bisschen näher. Wir brauchen die Asari und Sarissa mehr als je zuvor. Ich vertraue darauf, dass sie sie finden, bevor die Kettes tun. Das war eine Ansage. E-Mail von Cora lesen haben wir einfach mal ausgelassen, okay. Ja, wahrscheinlich hätte drin gestanden, dass wir zu ihr kommen sollen. Gut, es geht also mit der Asari-Arche weiter, das ist hey, sehr Ryder. Schön. Ich habe eine verschlüsselte Nachricht von Sid erhalten. Sie hat Neuigkeiten und will mit uns beiden darüber reden. Ich stelle jetzt die Verbindung her. Endlich! Ich warte schon seit Stunden. Würdest du uns bitte sagen, was das alles soll? Ich habe mir die Meldungen der Außenposten angehört. Und in einer war davon die Rede, dass Siedler verschwunden sind. Was meinst du mit verschwunden? Sie sind nicht freiwillig gegangen. Es gab keine Arbeitsaufträge, keine Minenexpedition, also Entführung. Ich habe recherchiert und denke, dass ich weiß, wohin sie verschleppt wurden. Ein Höhlensystem auf einem Mond im Remarf-System. Ursprünglich eine angaranische Mine, glaube ich. Aber sie wurde stillgelegt. Ich denke nicht, dass der Planet, von dem Sie sprechen, ein Mond ist. Ist doch egal. Habe ich dir nicht gesagt, du sollst dich nicht einmischen? Ich konnte nicht einfach untätig rumsitzen. Woher wissen wir, dass deine Informationen verlässlich sind? Sie sind verlässlich. Ich vertraue Ihrer Schwester und wir sollten keine Zeit vergeuden. Siehst du, das ist ein Pathfinder. Sid, gib uns alle Informationen, die du darüber hast. Schon geschehen. Kann ich mitkommen? Ich will helfen. Du kennst die Antwort. Klar, natürlich. Halte dich von bösen Leuten fern. Schusswaffen, Bomben, kroganischem Bier. Du hast das gut gemacht. Ich will nur, dass du in Sicherheit bist, okay? Ja, ja. Okay, damit wäre auch Vetras Nachricht erledigt. Wir sparen uns also die ganzen E-Mails zu lesen. Das ist wahrscheinlich auch nicht schlecht. Beziehungsweise wir werden dann wahrscheinlich trotzdem nochmal drüber lesen, ganz schnell. Wo ist Liam eigentlich? Sein Sofa ist leer. Was? Hier unten? Ah, Krümel! Irgendwas hat sich hier ein Nest gebaut. Und es mag Frühstücksflocken. Vielleicht können wir ja eine Falle bauen, um es unverletzt einzufangen. Klar, im Forschungszentrum eine Falle bauen. Okay, wir schauen mal. Wir schauen mal, ob das so gut geht. Wir schauen jetzt erstmal hier unten kurz nach, was es hier noch so gibt. Ah, ich habe Liam gefunden, zusammen mit Jarl. Sehr schön. So, weiter geht's. Irgendwas scheint sich bei mir immer abzutrennen hier von den ganzen Geräten, die an den USB-Ports hängen. Ich weiß nicht, was es ist und warum. Aber das hatte gerade dazu geführt, dass mein Spiel in den Fenstermodus geraten ist. Deswegen die kurze Unterbrechung. Machen wir doch einfach weiter. Hallo Lexi. Alles in Ordnung? Oh, ja. Phoebe und ich hatten nur eine kleine Debatte. Das ist doch besser, als wenn sie ihnen aus dem Weg geht, oder? Ja, vermutlich. Ryder, halten Sie mich für verklemmt? Ich... Nein, schon gut. Antworten Sie nicht. Reden wir einfach über irgendwas anderes. Ich bin auf ein weiteres Erinnerungsfragment gestoßen. Mein Vater hat Sam für meine Mutter erschaffen, um sie zu heilen. Ich wusste, das war Teil seines Vorhabens, aber... Sie wussten nicht, dass es seine eigentliche Motivation war. Er wollte sie retten und hat dafür alles aufgegeben. Ihnen war nie bewusst, wie viel ihm seine Familie bedeutete? Nein, vermutlich nicht. Vielleicht wollte er es Ihnen ja genau deshalb zeigen. Ich habe noch eine Erinnerung meines Vaters gesehen. In dieser kam ich vor.
Und Sarah, wir haben unsere Eltern besucht. Und unser Vater hat uns erzählt, wie es war, das Charon-Portal zu durchqueren. Also haben Sie Ihren Entdeckergeist von Ihrem Vater? Ich denke schon. Wir haben gescherzt, es würde uns im Blut liegen. Dann lebt dieser Teil von ihm weiter. Dann will ich Sie mal nicht länger stören. Ich bin hier, wenn Sie mich brauchen. Kurze Runde beim Psychologen, auch nicht schlecht. So, schauen wir doch mal bei Jarl und... Ich habe Sie bei einem Nickerchen ertappt. Leben vorbei. Schnarchen alle Angara oder nur Sie? Winseln alle Menschen im Schlaf oder nur Sie? Was kann ich für Sie tun, Pathfinder? Offenbar gar nichts. Bis später, Jarl. Ich wünsche Ihnen Stärke und Erfolg. Schade eigentlich, ich rede immer gern mit Jarl. So, aber vielleicht mit Liam? Ah, sieht auch nicht so aus. Ich habe eine Kopie der Filmbibliothek der Nexus. Ah, doch. Danke, ich gehe sie gleich mal durch. Das sind vermutlich alles landwirtschaftliche Lehrvideos, aber vielleicht ist ja auch was Gutes dabei. Ich halte sie auf dem Laufenden. Yay, Videoabend. Ganz großartig. So, ja, ich weiß, die Jagd auf Archon gibt's noch. Das kommt schon noch. Heißklebepistole, Fundbüro. Was? Sie ist gestern von meiner Werkbank verschwunden und ich hoffe, sie ist nicht durch die Deckhöhle gefallen. Kommentare. Ich habe sie mir ausgeliehen, um eine lose Sohle an meinem Stiefel zu reparieren. Ich bin fast fertig, von Liam. Liam, kann ich das danach kurz haben? Ich muss einen Gurt reparieren. Oh, dann kann ich auch gleich das Kissen vom Pilotensitz flicken. Von Kello. Und ich habe hier unten ein wackeliges Regal, da wäre das perfekt. Ich habe noch eine Heißkleberpistole gebaut. Und die können sie, um die können sie sich streiten. Ja. Oder man nimmt einfach die, die sowieso schon im Umlauf ist. Angaranisches Wort des Tages, Gosan. Gosan. Von Klammern oder Greifen. Aussprache Gosan. Siehe auch Gosan Yavdar. Adjektiv stur sein. Wörtlich an einen Fels klammern. Siehe auch Gosavar. Namentlich der Widerstand oder was ist das? Keine Ahnung, wofür das N steht. Von Jarl. Kommentare. Der Widerstand heißt also sture, dickköpfige Leute von Peewee. Und das wäre Gosavara. Und ja, von Jarl. Ja, das, trifft's ja auch irgendwo, was ein Widerstand ist, ne? Ich freue mich immer wieder über Ultrigaria da unten. So, mehr gibt's ja wahrscheinlich nicht. Die Küche ist leer, Drug haben wir ja schon gefunden. Dann hätten wir noch einige E-Mails zu lesen. Sonderlieferungslager, was? Okay. Keine Ahnung, was das jetzt genau ist. Ich nehme es gern an. Ich habe nichts dagegen. Ich habe bloß keine Ahnung, wo es jetzt herkommt. So, das ist das E-Mail-Terminal. Was haben wir hier drüben noch? Wie war denn das? Gab es hier auch noch irgendwas? Die Garderobe bloß, okay. Ja gut, Garderobe ist jetzt mal egal. Wir gehen mal ins E-Mail-Terminal und lesen mal, was wir so alles bekommen haben an Nachrichten. Das sind wahrscheinlich einige. Treffen mit Axul, Unrider von Moshe Siefa. Pathfinder, Jarl hat mich wissen lassen, dass sie sich mit Axul treffen möchten. Es ist lange her, dass ich mit ihm gesprochen habe. Er wurde durch die Cat derart verändert, dass es schwierig wurde, sich mit ihm zu unterhalten. Aber vielleicht ist genügend Zeit vergangen und wir können gemeinsam an seine Zukunft, seine Vernunft appellieren. Ich habe ein Treffen in meinem Labor auf Aya organisiert. Bitte kommen Sie, sobald es Ihnen möglich ist. Isharai, Moshe Siefa. Neues Projekt von Peewee. Hey ja, ich habe ein neues Reliktprojekt in Arbeit. Eine große Sache. Besuchen Sie mich doch mal in meiner Kabine auf der Tempest, ja? Ja, da sollten wir wahrscheinlich nochmal vorbeigehen. Rufen Sie mich an, von Reyes Vidal. Ryder, mir ist etwas Interessantes in den Schoß gefallen. Rufen Sie mich doch mal an, von Reyes. Hinweis auf die Arche Nathanus von Avitus Rix. Oh, geht's auch weiter also. Ryder, ich höre Gerüchte, dass Bergungsgutsammler auf einem Planeten namens Eladen Teile einer Arche gefunden haben. Vielleicht ist nichts dran, aber wir sollten der Sache nachgehen. Avitus. Diplomatische Bemühungen auf Aya von Director Jaron Tan. Als wir unsere alte Heimat verlassen haben, war es nicht vorgesehen, dass wir mit einer Alien-Zivilisation um eine neue verhandeln müssen. Es ist entscheidend, dass wir die Angara beschwichtigen und auf unserer Seite halten. Sie haben für uns eine Botschaft auf Aya eröffnet und unser diplomatisches Team lebt sich dort bereits ein. Ich zähle darauf, dass sie unseren Erfolg gewährleisten.
Sie haben Kontakte mit dem Anführer des Widerstands, der Mausche und dem Gouverneur von Aya etabliert. Tun Sie Ihr Möglichstes, um allen über diese Leute und ihre Unterstützer in alles über diese Leute und ihre Unterstützer in Erfahrung zu bringen. Lesen klappt heute mal wieder gut. Je besser wir die politische Struktur von Aya verstehen, desto mehr Erfolg werden wir dabei haben, uns ihre Hilfe bei der Kolonisierung von Helios zu versichern. Direktor Tern. So, Fehler, Trägersignal gestört, Einlagerung. Keine Ahnung, wer der Absender ist. Hallo Ryder, ich muss mich kurz fassen, aber ich habe erfahren, dass mein Virus funktioniert hat und die Verbindung zu Sam unterbrochen wurde. Eine ausgezeichnete Neuigkeit. Wir sollten uns persönlich unterhalten. Der Nav-Punkt für unsere Zuflucht auf Kadara liegt bei. Das Virus war nur der erste Schritt. Sie könnten ein starker Verbündeter bei unseren zukünftigen Unternehmungen sein. Knight. Benachrichtigung 347. Störung des Trägersignals behoben. Kann ich mich nicht dran erinnern? Wer war das? Auf jeden Fall mal wieder was auf Kadara. Es sieht so aus, als ob wir auf jeden Planeten jetzt nochmal getrieben werden, so ungefähr. Bitte suchen Sie mich auf von Captain Dunn. Das ist auf der Nexus, glaube ich. Ryder, bitte suchen Sie mich auf dem Hyperion-Deck auf, um über eine heikle Angelegenheit zu sprechen. Dunn. Etwas Verdächtiges von Sidera Nix. Lieber Pathfinder, ich bin etwas Schwester Sidera, aber alle nennen mich Sid. Ja, das hat man ja jetzt schon. Ich weiß, dass das nicht gerade dem Protokoll entspricht, den Pathfinder einfach über seine persönliche Konsole zu kontaktieren, aber Vetra würde mir nur sagen, dass ich überreagiere. Und ich schwöre, ich würde das hier nicht machen, wenn es nicht ernst wäre. Es gehen einfach Dinge vor sich, die nicht zusammenpassen und es leiden Leute darunter. Es ist schwer zu erklären. Können wir uns persönlich unterhalten? Ich bin in der Einsatzzentrale. Danke. So, sie machen Wellen von Reyes Vidal. Ich habe in Tartarus und im Port erzählt, wie professionell sie mit den Roka umgegangen sind. Natürlich habe ich ein wenig ausgeschmückt und meine Beteiligung unterschlagen. Ich will ihnen ja nicht das Rampenlicht stehlen, Reyes. Nett. Über Kadara von Vetra. Einer meiner Freunde von Kadara hat mir eine Liste mit Tipps geschickt, wie man dort überleben kann. Das meiste ist gesunder Speziesverstand, aber es sind ein paar echt nützliche Sachen dabei. Niemand weiß, wer der Scharlatan ist. Fragen ist gefährlich. Im Umgang mit Sloan und jedem, der für sie arbeitet, ist größte Vorsicht geboten. In der Politik auf Kadara geht es weniger darum, wer den größten Stock hat und mehr darum, wer seine Stöcke auf möglichst kreative Weise einzusetzen bereit ist. In den Slums gibt es einen winzigen Laden, in dem man die beste Tasse Quiloa auf dem Planeten bekommt. Niemals Quiloa mit anderen Stimulanzien mischen, egal was andere sagen, gilt nur für Menschen. Auf gar keinen Fall jemals der Barkeeperin Umi sagen, überrasch mich. Hatten wir das nicht, glaube ich, sogar schon mal? Ich weiß es gar nicht. Einladung, diplomatisches Treffen. Kultureller Austausch der Nexus. An Pathfinder Ryder. Wir bereiten derzeit den Besuch des ersten angaranischen Botschafters auf der Nexus vor, Issa de Navarre. Trotz der Wichtigkeit ihrer Pflichten hoffen wir, dass ihre nächste Rückkehr auf die Station mit seinem Besuch zusammenfällt. Ein herzliches Treffen zwischen dem Pathfinder, der Aya entdeckt hat, und dem angaranischen Botschafter könnte den Ton künftiger Beziehungen prägen. Hochachtungsvoll, Lorna Tussafra, Stabschefin, kultureller Austausch der Nexus. Credits einer Matriarchin von Drac. Als ich das letzte Mal auf Kadara war, bin ich in Kradas dieser Azari begegnet, die mich bei einem kleinen Ding mitmachen lassen wollte. Anscheinend gibt es eine Matriarchin, die auf der Nexus hergekommen ist, nur ist sie in der Stase gestorben. Mein Kontakt sagt, ihr stünden die Credits der alten Dame zu. Jede Menge Credits. Und jetzt kommt's. Sie will sie mit mir teilen. Aber es gibt einiges an Behördenkram zu erledigen. Transfergebühren. Und sie hat Schwierigkeiten, die nötigen Credits dafür aufzubringen. Hat mich gefragt, ob ich die Transfergebühren übernehmen kann. Ich wollte Vetra mit an Bord holen, aber sie hat gesagt, es wäre eine Betrugsmasche. Ich bin mir da nicht so sicher. Für mich klingt's nach einer guten Gelegenheit. Ach, Drake. Da bist du so alt und hast noch nicht gelernt, was es für Betrugsmaschen gibt. Nee. Scheiße. So, Reliktgehirn von Peavey. Ryder. Okay, also, ich hatte einfach so aus Spaß den Einfall, den Reliktdatenkern mit Energie zu beschießen, nur um zu sehen, was passiert. Zuerst habe ich die Batterie aus dem Nomad genommen. Verraten Sie es bloß Gil nicht. Nichts. Dann ein Masseneffektfeld. Biotik, Cora hat mir geholfen. Immer noch nichts. Und dann habe ich es zu Jarl gebracht und ihn sein Bioelektrizitätsding machen lassen. Jackpot. Das ganze Teil hat angefangen zu leuchten. Ich habe alles auf meinem Universalwerkzeug aufgenommen. Haben Sie schon einmal Synapsen feuern sehen? Genau so war es.
Ich meine, dieser Datenkern ist fast wie ein winziges Reliktgehirn. Ziemlich cool. Und ich weiß nur noch nicht genau, wie mir das hilft, an die Daten zu kommen. Klingt interessant. Das klingt nicht gut, Kleiner, von Drac. Ich dachte mir, ich zeige Ihnen, was Strux mir gesendet hat. Eine Transkription eines Audiologs, wegen dem ich mir Sorgen um die Kolonie mache. Klingt so, als würde Morda was im Schilde führen. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Morda, ich will nicht länger herumstreiten, Brank. Es wird Zeit, es der Initiative heimzuzahlen. Brank, das ist doch gar nichts, die ist doch gar nicht an uns interessiert. Das wird sich ändern. Bald werden alle wissen, dass ich Overlord bin. Und sobald ich meinen Plan umsetze, wird kein Zweifel mehr daran bestehen, dass die Kroganer über Helios herrschen. Und dann werden sie kommen und um Gnade winseln. Okay, Morda, ich stelle ein Team zusammen. Beschaffen Sie alles, was wir brauchen. Kein Kroganer beugt je wieder sein Haupt vor der Nexus. Na, das klingt ja super. Wegen Liams Filmabend von Suvi. Lieber Ryder, ich habe gehört, was Liam vorhat. Die Idee ist toll, auch wenn im Moment alles drunter und drüber geht. Ich wäre gern dabei behilflich. Besuchen Sie mich doch mal, Suvi. Private E-Mail von Jal. Ryder, ich habe Liam und Peeby und Lexi eine Geschichte erzählt, die uns die Mütter immer erzählt haben, als wir noch klein waren. Sie stammt aus unserer mündlichen Überlieferung aus der Zeit vor der Geißel. Die Crew sagte, ich solle sie aufschreiben, damit sie in das Kulturzentrum der Nexus aufgenommen werden kann. Das ungezogene Kind. Es war einmal ein Kind, das sehr stur war und auf keinen Rat hören wollte. Nicht von seinem Vater und nicht von seinen vielen Müttern. Eines Tages schlich es sich auf der Suche nach Abenteuern an Bord eines Raumschiffs mit unbekanntem Ziel. Das Kind war mutig, nach Abenteuern zu streben, doch es wurde zusammen mit dem Müll abgeworfen. Es erfror im kalten Vakuum des Weltraums und es geschah ihm recht. Ende. Ich weiß nicht, warum die Geschichte der Crew so gefallen hat. Sie ist schrecklich und dient nur dazu, Kinder zu ängstigen, damit sie gehorsam bleiben. Ist so etwas ihrem Volk nicht bekannt? Wie verhindern Menschen denn, dass Kinder Schaden nehmen? Jal. Das ist eine tolle Geschichte, ich finde die super. Antwort von Credits einer Matriarchin? Von Drac. Es war eine Betrugsmasche. Tun Sie mir einen Gefallen und zählen Sie Vetra nichts davon, okay? Tja, das ging dann wohl nach hinten los. So, hatten wir jetzt hier irgendwo noch was, Ach hier, da muss ich bestätigen, okay. Machen wir das. Mal gucken, ob wir sonst noch irgendwo bestätigen müssen. Sieht aber nicht danach aus. Okay. Alle E-Mails gecheckt, hat lang genug gedauert. Und wir haben wieder viele Quests aufgeworfen. Gut, wir müssen zu Suvi gehen. Gab es sonst noch großartig Leute, zu denen wir gehen müssen? Peeby müssen wir nochmal... Ach, Knight war eine Hackerin gewesen, okay. Auf Kadara. So, ich würde sagen, wir gehen erstmal ganz kurz... Gab es hier hinten was? Ich glaube nicht, ne? Oh, sieh mal an. Wir haben eine Markierung gekriegt. Ne, wir gehen erst zu Peeby und dann zu Suvi und dann schauen wir mal, was wir im Weltraum Park, so treiben können. Park, Park. Du wirst Wegbereiter für viele große Dinge sein, mein Freund. Hallo, sie heißt Pock? Ja, Proof of Concept, um sie von Zap, ihrer aufgemotzten Kampfversion, zu unterscheiden. Zap? Was Besseres ist Ihnen nicht eingefallen? Ich nenne mich selbst Peeby Ryder. Was erwarten Sie von mir? Die Speicherbox aus dem Gewölbe auf Eos war der Schlüssel zu allem, einschließlich des Einbaus der Reltec, die Sie mir gebracht haben. Aber unsere neuen Beobachterfreunde sind erst der Anfang. Ich arbeite jetzt an etwas, das noch größer ist. Ich bin ganz Ohr. Also folgendes. Wir können nur nach Reliktsignaturen scannen, die wir bereits kennen. Mein Scanner macht das rund um die Uhr. Aber wenn ich die richtige Rel-Tech einbaue, können wir den Cluster nach beliebigen Reliktsignaturen durchsuchen, auch nach solchen, die wir nicht haben. Mein Scanner wäre dann buchstäblich ein Relikt-Geheimnisdetektor. Ihre Begeisterung ist ansteckend. Sagen Sie das nicht, Lexi. Sie würde sofort nach einem Heilmittel suchen. Ich bin nach Andromeda gekommen, um das Unbekannte zu berühren, um zu finden, was noch nie gefunden wurde. Sobald ich diesen Scanner perfektioniert habe, werde ich genau das tun. Ich brauche dafür lediglich 3 bestimmte Reltec-Teile. Das kriegen wir hin. Sie sind der Hammer. Pock und Zap finden das auch. Ich habe das erste Teil bereits ausfindig gemacht. Es ist auf Eos.
Ich lade die Koordinaten hoch. Ich sehe schon, es wird viel geben, was ich abseits der Aufnahme machen kann. Also das Sammeln dieser einzelnen Teile, das kann ich ja wirklich abseits der Aufnahme machen. Ich denke, interessant wird es dann sein, sich das Ergebnis des Ganzen anzuschauen. Gut, reden wir noch mit Suvi, die wollte ja noch mit uns reden. Liam hat erwähnt, dass er einen Filmabend plant. So ist es. Er verschiebt ihn, weil es ihm nach dem Anblick dieser Aufstiegseinrichtung einfach nicht richtig erschien. Wir haben also noch ein bisschen Zeit und ich hätte da eine Idee. Zu einem Film braucht man doch auch Snacks, oder? Ich habe ein angaranisches Rezept für Häppchen gefunden, die aus einer in Helios heimischen Pflanze zubereitet werden. Sie ist allerdings selten und... Sie wollen, dass ich danach suche? Oh, würden Sie das tun? Es wäre schön, den anderen, Sie wissen schon, eine Freude machen zu können. Ja, na klar. Auf Aya sollen wir die finden. Na klar doch. Interessante Art und Weise, uns dazu zu überreden, das zu tun. Okay, ich würde sagen, wir werfen einfach mal einen Blick auf die Galaxiekarte. Aber am meisten interessieren mich eigentlich die Quests mit den Archen, denn da weiß ich gar nicht so richtig, in welche Richtung das gehen soll. Sind jetzt im Orbit von Kadera. So, sehen wir uns doch mal ein bisschen um. Ich denke, hier im System wird es wahrscheinlicherweise nichts geben. Haben wir denn jetzt neue Systeme dazu bekommen? Das haben wir. Sehr schön. Einige sogar. Oh, da werde ich wieder schön suchen können. Hier drüben auch. Oh ja. Ganz vorzüglich. Okay, hier gibt es für Vetra die Aufgabe. Das würde ich jetzt mal ein bisschen hinten anstellen. Hier haben wir Korra. Das müsste ja dann die Asari-Arche sein, theoretisch. Hier ist das Tafeno-System mit dem Archon. Hier ist Eladen. Eladen war doch, glaube ich, das mit der Turiana-Arche, ne? Ich glaube, wir schauen uns erstmal hier für Korra an. Und ich habe tatsächlich sehr viel zu tun, abseits der Aufnahme. Nicht viele Signale hier draußen. Selbst das Funkrauschen von der Geißel ist leiser. Unheimlich. Ist doch schön, wenn es mal ein bisschen leiser ist. Ich empfange etwas. Na klar, empfängst du etwas. So, da ist die Anomalie. Sonde unterwegs. Das ist Korras Nav-Punkt. Nice. So, wir gucken uns aber erstmal ganz kurz die Planeten an, ob es irgendwas gibt für uns auf denen. Irgendwas hier? Nö, ne? Gut. Nächster Planet. Anomalie auf den Sensoren. Aha. Als hätte ich's geahnt. Sonde unterwegs. Ich habe etwas gefunden. Ein Fluss. Ursprung Regen. Zusammensetzung flüssiges Wasser. Es muss vor kurzem starken Regenfall gegeben haben, der diesen Fluss gebildet hat. Das Wasser wird bald versickert oder verdunstet sein. Schön. Das gibt Erfahrungspunkte für uns. Gut. So viel zu dem Planeten. Also, hier gibt es auch Planeten mit flüssigem Wasser. Das ist sehr schön. Gibt es ja doch einige davon hier im Helios-System. Anomalie geortet. Aber gut, warum auch nicht? Ich meine, in der Milchstraße gab es auch viele. Sonde gestartet. Orte ein großes Mineralienvorkommen. Sehr schön, immer her damit. So, das hätten wir. Bleibt noch Hippal. Ich finde ja, Hippal klingt wie irgendein Medikament. Oh, das sieht aber interessant aus da, dieser gelbe Fleck. Nee, doch nicht. Okay, ist einfach nur eine geschmolzene Oberfläche. Gut. Hätten wir die Planeten untersucht. Bleibt bloß noch Korras Arche. Auf geht's.
Ja, natürlich nehmen wir Cora mit und Jarl kann eigentlich auch mitkommen als Zweiter. Das ist in Ordnung. Damit kann ich leben mit der Zusammensetzung. Wir können uns nochmal den Marco anschauen. Jetzt haben wir ja doch einige verschiedene Berührung des Midas. Ah ja, in Gold. In Bling Bling. So, wir hatten ja jetzt lange Zeit die Honigwabe drauf. Initiative hätten wir. N7. Tabula Rasa. Ich glaube, wir machen mal mit Bling Bling durch die Gegend. So, ja, und dann würde ich sagen, machen wir einfach los.